Herzlich willkommen zur Vorlesung Relevante Literaturwissenschaft. Heute geht es um kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft. Kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, die stehen hier als Kurzformel dafür, dass wir uns wieder in der relevanten Literaturwissenschaft mit einer Debatte befassen, und zwar diesmal über die Fachentwicklung, und zwar eine der wichtigsten, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Es stellt sich die Frage, wieso wurde über kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft überhaupt gestritten? Also wieso sahen die einen darin vor allem Chancen und andere wurden von Verlustängsten geplagt? In der heutigen Sitzung geht es einerseits wie letzte Woche auch um tatsächliche und vermeintliche Krisenszenarien im Rahmen der Geisteswissenschaften und der Fachentwicklung. Andererseits aber haben wir diesmal deutlich unterschiedliche Interpretationen. Für die einen war nämlich die Vorstellung, dass sich die Literaturwissenschaft kulturwissenschaftlich orientieren könnte, selber ein Krisenphänomen. Und anderen erschien sie dagegen als Ausweg aus der Krise, also als eine konstruktive Neuorientierung und damit als innovativer Aufbruch und als Grundlage für ein neues, selbstbewusstes Fachverständnis jenseits aller Krisendiagnosen. Um die Bedeutung der kulturwissenschaftlichen Wende, des sogenannten Cultural Turns, für die germanistische Literaturwissenschaft besser einordnen zu können, betrachten wir heute also Debatten und befassen uns in diesem Zusammenhang mit ein paar ganz grundsätzlichen Fragen zu Methoden und zu unserer wissenschaftlichen Praxis. Zum Beispiel, welche methodischen Ansätze zählen eigentlich zur Kulturwissenschaft? In welchem Verhältnis steht der Cultural Turn zu anderen Neuorientierungen? Was meint Methodenpluralismus und welche Rolle spielt Interdisziplinarität? Sich über erhoffte Chancen und Befürchtungen Gedanken zu machen in solchen Debatten dient auch dazu, dass wir selber uns Gedanken machen darüber, wie unser Selbstverständnis heute ist. Also, wenn sich damalige Ängste zur kulturwissenschaftlichen Wende der Kulturwissenschaft nicht bewahrheitet haben, dann kann das aus unserer Perspektive was Gutes sein. Es kann aber auch bedeuten, dass sich die Germanistik gar nicht so gründlich einer kulturwissenschaftlichen Perspektive geöffnet hat, wie man damals hoffte. Und umgekehrt, und das sage ich gerade als kulturwissenschaftlich arbeitende Germanistin, vielleicht ist es gar nicht bedauerlich, dass gar nicht alles eingetreten ist, was sich manche damals von einer kulturwissenschaftlichen Neuorientierung erhofft haben. Noch eine Anmerkung von vorab. Im Unterschied zur letzten Sitzung erwarten Sie heute wirklich viele Zitate. Ich werde da immer mal wieder abwechseln. Heute ist es sehr gewissermaßen O-Ton-lastig und ich werde das kommentieren. Aber es wird immer wieder sozusagen ähnliche Denkfiguren eingebracht werden. Es wird ein paar Wiederholungen sodass ich denke, dass die Kerngedanken und Argumente hoffentlich sehr gut nachvollziehbar sind. Im Rahmen der Vorlesung werden wir noch mehrere Beispiele für kulturwissenschaftliches Arbeiten besprechen. Daher verstehen Sie diese Sitzung bitte als einen Auftakt, der bestimmte Problemfelder markiert und nicht als eine Zusammenfassung schon aller Überlegungen. Wenn wir unser Thema kurz in unsere zentralen Aufgabenbereiche einsortieren, können wir sagen, wir schauen heute auf das Feld Theorien und Methoden. In diesem Fall Kulturwissenschaft. Welche Rolle spielt sie innerhalb unseres literaturwissenschaftlichen Methodenparcours? Und wir schauen gleichzeitig vom Feld Theorien und Methoden auf unsere wissenschaftliche Praxis. Also inwiefern hat eine kulturwissenschaftliche Neuorientierung dazu geführt, dass wir anders arbeiten? Im Zentrum der Debatte unter LiteraturwissenschaftlerInnen stand die Interpretation. Und das ist heute auch mein Schwerpunkt, dieses Feld. Das bedeutet umgekehrt nicht, dass die anderen Felder unserer Aufgabenbereiche unberührt geblieben wären davon. Und wir werden einen Zusammenhang von Literaturgeschichte, Theorien, Methoden und Interpretation uns zum Beispiel beim Thema Kanon ansehen. Also nochmal die Erinnerung, es ist wirklich ein Ausschnitt, auf den ich mich heute auch konzentriere. In der letzten Sitzung haben wir unter anderem über die Germanistik und ihre Öffentlichkeiten gesprochen. Deswegen möchte ich
für die Debatte so anfangen, dass ich sage, die Methodendiskussionen, die ich Ihnen heute vorstelle, wurden in den letzten 3 Jahrzehnten auf zahlreichen Fachkongressen geführt, in Fachzeitschriften, teilweise in Anknüpfung an Tagungen, teilweise mit eigenen Aufrufen zur Beteiligung, zum Beispiel an einem Schwerpunkt in einem Heft zur Fachentwicklung. Hier sehen Sie ein paar Titel aus dem Schiller-Jahrbuch und aus der Deutschen Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Und einige davon werde ich noch genauer vorstellen. Es ist ein Schnappschuss aus der Debatte. Und wenn Sie die Namen dieser Verfasser recherchieren, werden Sie feststellen, dass das vorwiegend schon damals sehr etablierte Germanisten waren. Das hat nicht nur damit zu tun, dass sozusagen ich diesen Schnappschuss gemacht habe, dass etablierte Wissenschaftler tatsächlich viel Raum in dieser Debatte eingenommen haben, sondern der Schnappschuss ist auch ein Hinweis darauf, dass man diese Diskussion um die Fachentwicklung nicht als eine Generationenkontroverse verstehen sollte. Also die Jungen sind für Innovation und das ist Kulturwissenschaft und die ältere Generation ist sozusagen im Beharrungsmodus. Ja, das war nicht der Fall. Und so habe ich das sozusagen als einen Schnappschuss genutzt, um das zu verdeutlichen. Schauen wir uns kurz die Fragen an. Kommt der Literaturwissenschaft ihr Gegenstand abhanden, zielt auf den Gegenstandsbereich? Bedeutet kulturwissenschaftlich Arbeiten, dass auch in den Philologien literarische Texte nicht mehr im Zentrum stehen, sondern nur Material unter anderem sind? Die Überschrift Diskussion über das Neue in der Literaturwissenschaft, Fortschritte, Innovationen, Methoden, zeigt, dass sich mit der kulturwissenschaftlichen Wende ein Innovationsversprechen verbindet, aber dass es durchaus auch die Einschätzung gab, dass es sich um eine Mode handelt, also eher ein kurzfristiger Trend und kein Paradigmenwechsel, der tatsächlich das Fachverständnis von Grund auf verändert oder verändern soll. Wenn wir alle Titel ansehen, bemerken Sie, dass Kulturwissenschaft mal im Singular und mal im Plural steht. Vor allem aber wird ein Unterschied deutlich zwischen Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft, was sich durchgesetzt hat, aber hier vom Autor kritisiert wird, und Literatur- und Kulturwissenschaften. Und unter diesem Titel wird hier erklärt, warum eine kulturwissenschaftliche Öffnung philologischer Disziplinen sinnvoll ist. Auf 4 dieser Beiträge werde ich gleich noch näher eingehen. Methodendebatten werden in den Geisteswissenschaften schon sehr lange geführt, seit den 60er Jahren sehr intensiv. Die Frage nach dem Verhältnis von Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft beginnt in den 1980er Jahren, nimmt auch sozusagen um die 1990er, in den 90ern nochmal Fahrt auf und wird in mehreren Etappen bis nach der Jahrtausendwende geführt. Dann kann man sagen, ist Kulturwissenschaft etabliert in der Literaturwissenschaft. Die Methodendebatten haben sich heute nämlich beruhigt. Eine kulturwissenschaftliche Orientierung entspricht heute in weiten Teilen dem Selbstverständnis des Faches. So beschreibt sich zum Beispiel die Trierer Germanistik auf der Homepage. Zitat: Die Germanistik an der Universität Trier versteht sich als kulturwissenschaftliche Disziplin, die sich in Forschung und Lehre der deutschen Sprache und Literatur in ihren vielfältigen historischen, gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhängen widmet. Das interdisziplinäre Profil trägt sowohl der wissenschaftlichen Ausrichtung des Faches als auch den künftigen Arbeitsfeldern der Studierenden im Bereich der modernen, sich permanent wandelnden Kommunikations- und Vermittlungsberufe Rechnung. Zitat Ende. Was also gibt es da zu debattieren, wenn es selbstverständlich das ist, was wir tun und wir Lehrende überzeugt sind, dass wir sie so sinnvoll ausbilden? 2 zentrale Stichworte verbinden sich hier, nämlich kulturwissenschaftliche Disziplin und Interdisziplinarität. Germanistik ist eine eigenständige Disziplin mit kulturwissenschaftlicher Ausrichtung und diese teilt mit anderen ein gemeinsames Interesse, nämlich das Arbeiten am Verstehen und Beschreiben von Kultur und Kunst und ein Set von Theorien und Methoden als unser Handwerkszeug. Die werden in den einzelnen Disziplinen aber durchaus in unterschiedlicher Weise aufgegriffen und verwendet, diese Theorien. Und Handwerkszeug haben wir sowieso immer auch je Spezifisches. Das liegt zum einen daran, dass trotz Erweiterungen von Gegenstandsbereichen noch spezifische Gegenstände und Frageperspektiven existieren und zum anderen eben daran, dass Theorien und Modelle in interdisziplinären Kontexten mit je eigenen disziplinären Forschungstraditionen und fachspezifischen methodischen Zugängen verbunden werden. Das werden wir uns nachher nochmal genauer anschauen.
Das Gegenbild zu dem, was die Trierer Germanistik beschreibt, wäre eine kulturwissenschaftliche Wende, in der alle Philologien zusammen mit anderen Disziplinen in einer neuen Superwissenschaft, Kulturwissenschaft, aufgingen, sodass also statt Literaturwissenschaft nur noch Kulturwissenschaft gäbe. Gerade in den 90er Jahren war das ein Szenario, das die Debatte ziemlich befeuert hat, weil es dabei eben keineswegs nur um individuelle Vorlieben von Forschenden ging, sondern um ein Fachverständnis im Kontext institutioneller Rahmenbedingungen, also etwa die Gründung kulturwissenschaftlicher Institute und Studiengänge. Dass die Kulturwissenschaften die Geisteswissenschaften geradezu abgelöst haben, wie Doris Bachmann-Medig hier in der Einleitung von Cultural Turns schreibt, ist heute zumindest institutionell nicht offensichtlich. Die Philologien sind nicht in einer Megadisziplin Kulturwissenschaft aufgegangen. Auch wenn sie unterschiedlich organisiert sind, sind sie weitgehend sichtbar geblieben als eigenständige Einheiten. Es gibt heute Kulturwissenschaft sowohl als eigene Disziplin, Singular, als auch Fächer, in denen kulturwissenschaftlich gearbeitet wird. Trotzdem ist die Frage, inwieweit eine Ablösung stattgefunden hat, bedeutsam, denn sie bezieht sich auf das Selbstverständnis im Kontext eines Bezugshorizonts von Theorien und Methoden innerhalb eines Faches. Man könnte deswegen auch etwas vorsichtiger formulieren, dass der Cultural Turn das philologische Arbeiten verändert und besser anschlussfähig gemacht hat für interdisziplinäres Arbeiten mit Blick auf die Bedürfnisse, Erforderungen an der Arbeit an gemeinsamen Themenfeldern. Nun habe ich den Begriff Cultural Turn, also kulturwissenschaftliche Wende, eingeführt und schon gesagt, dass man das als Neuorientierung auffassen kann. Aber wie steht der Cultural Turn eigentlich zu anderen Turns? In Interpretationen nach den Turns schreiben die HerausgeberInnen Claudia Liebrandt und Rainer Kaus, Zitat, geht man davon aus, dass Interpretieren, wie auch immer dieses Interpretieren modelliert ist, das Kerngeschäft der Literaturwissenschaft ist, dann erscheint eine gelegentliche Selbstvergewisserung darüber sinnvoll, was Literaturwissenschaftler tun, wenn sie nach den Turns der letzten Jahrzehnte Texte interpretieren. Und jetzt werden im Anschluss eine Menge aufgezählt. Cultural Turn, Performative Turn, Spatial Turn, Iconic Turn, Emotional Turn und so weiter. Die HerausgeberInnen heben anschließend hervor, dass der Cultural Turn einen wesentlich umfassenderen Geltungsbereich hat, weil er eben die Selbstdefinition des Faches betrifft. Interessant an der Reihe für uns ist, dass hier bereits ein Philological Turn auftaucht und das können Sie als Zeichen dafür lesen, dass manchen die kulturwissenschaftliche Wende zumindest zwischendurch mal zu weit ging. Man kann die Selbstvergewisserung des Fachs über diese Turns als Weg von der Philologie über Kulturwissenschaft zur Rephilologisierung erzählen. Mir ist wichtig, dass Sie mitnehmen, der Cultural Turn ist nicht irgendeiner, sondern konstitutiv für die Fachentwicklung. Und andere Turns lassen sich eher als Schwerpunktsetzungen beschreiben, die sich innerhalb einer kulturwissenschaftlichen Ausrichtung der Literaturwissenschaft dann entfalten konnten. Und von dort aus gehen wir jetzt mal in die Debatten. Welche Rolle spielt Literatur heute und inwiefern hängt die Identität unseres Faches an Literatur und der Bedeutung, die wir ihr zuschreiben? Jörg Schönert schreibt, Zitat, wenn darüber hinaus die Gegenstandsbestimmung im Sinne der kulturellen Bedeutung des Objektbereichs zu vollziehen ist, wenn der Literaturwissenschaft die schöne Literatur als ein Ort wichtiger Sinnverständigungen und Erprobungen kulturell relevanter Wahrnehmungs- und Denkweisen, Äußerungsformen und Deutungsmuster gilt, dann muss in der gegenwärtigen kulturellen Konstellation zur Kenntnis genommen werden, dass Kinofilme und Fernsehproduktionen im Spektrum der fiktionalen Gestaltungen und erkundenden Entwürfe zur Selbstverständigung mehr Gewicht als Literatur haben. Die medienkulturelle Globalisierung nötigt uns also einfach eine neue Standortbestimmung ab. Wir können im Grunde gar nicht anders, sagt Schönert. Und der Vorschlag lautet, sich dieser veränderten Situation zu stellen. Das bedeutet philologische Kompetenz nutzen, aber innerhalb eines transdisziplinären Zusammenhangs. Schönert entwirft die Philologie als zukünftige Medienkulturwissenschaft und sieht das eben als notwendige Weiterentwicklung. Wissenschaft muss auf veränderte kulturelle Situationen reagieren. Dazu gehört von der Relevanz des Gegenstandes im kulturellen Feld auch über den eigenen Gegenstandsbereich nachzudenken und ihn zu erweitern. Andere haben Schönerts Problembeschreibung zwar zugestimmt,
also der Veränderung des kulturellen Feldes, zogen aber andere Schlüsse. Die Literaturwissenschaft solle bewusst bei ihrem Gegenstand schöne Literatur bleiben und ihrer Theorie der schönen Künste bleiben und sich damit auf diese Weise aber auch arrangieren, unbedeutender zu sein. Also Motto klein, aber fein. Ob das für ein Lehramtsfach wie die Germanistik in irgendeiner Weise sinnvoll sein kann, steht auf einem anderen Blatt, aber das gehört zum Aushandlungsprozess dieser Relevanzfrage über die Fachentwicklung. Dass es gilt, die Rolle der Philologien in der Medienkonkurrenz neu zu bestimmen, war in den 90ern konsensfähig, aber der Weg dahin nicht. Eine der zentralen Befürchtungen war, dass damit die Literatur ihren Sonderstatus verliere. Zitat: Literarische Texte sind spezifische Formen des individuellen und kollektiven Wahrnehmungs von Welt und Reflexion dieser Wahrnehmung, schreibt Wilhelm Vosker. Literatur ist deshalb konstitutiv durch ein hohes Maß an Selbstreflexion charakterisiert. An künstlerischen Texten mit hoher Komplexität lässt sich das insbesondere ablesen. Die Geschichte der Auslegung zeigt, dass die ästhetische Differenzqualität der Literatur die Voraussetzung für ihre unendliche Auslegbarkeit bietet. Referenz auf Friedrich Schlegel. Hier wird also das System Literatur von anderen Künsten abgegrenzt, indem Selbstreflexion zum konstitutiven Moment an sich erklärt wird. Und gleichzeitig wird der eigentliche Wert aber in der hohen Literatur und in der oder auch Höhenkammliteratur genannt gesehen, da sich das hier am deutlichsten zeige. Dass Texte in kulturellen Kontexten stehen, wird auch hier nicht bestritten, also in keiner Weise bestritten. Aber die Eigenart des Gegenstandes wird trotzdem von vornherein in klarer Abgrenzung bestimmt. Auf diese Weise wird zugleich, und das ist durchaus charakteristisch für diese Vorstellung geisteswissenschaftlichen Arbeitens, die Komplexität des Gegenstandes und die Wertschätzung des Gegenstandes, die sich damit verbindet, mit dem eigenen Handwerk verknüpft. Also an sogenannter hoher Literatur lässt sich nämlich auch die Brillanz der eigenen Interpretationskunst im Umgang mit der ästhetischen Differenzqualität angeblich am besten darstellen. Das heißt, in diesem Setting erhöhen sich gewissermaßen Objektbereich und Wissenschaft gegenseitig und das funktioniert natürlich am besten in der Abgeschlossenheit. So. Darauf werde ich gleich nochmal zurückkommen, auf diese Frage von Selbstreflexivität und der Selbsterhöhung, die Wissenschaft sich durch den Gegenstand quasi selber auch zugesteht, indem sie sich selber eben nicht zum Handwerkszeug, sondern zur Interpretationskunst auch erklärt. Mit der kulturwissenschaftlichen Öffnung werden also Grundfragen gestellt. Also einerseits Text und Kontext und es muss um das, was selbstverständlich scheint, gerungen werden, nämlich was ist der Gegenstand der Literaturwissenschaft? Die Literatur, welche Literatur, nur Literatur? Wie beschreibt man das im Einzelwerk im Rahmen des geschichtlichen Kontextes und Prozesses? Wie beschreibt man das literarische System mit Bezug auf andere Systeme? Und gibt es eine Möglichkeit, Texte besser zu verstehen oder zu beschreiben, als mit einem hermeneutischen Zugriff der Fall ist? All diese Fragen stellt Walter Haug in seinem Beitrag und er beantwortet sie alle negativ. Aus seiner Sicht geht es hier um Dilemmata literaturwissenschaftlichen Arbeitens, die auch die kulturwissenschaftliche Öffnung nicht beseitigen könne. Er sieht die Forderung nach einem kulturwissenschaftlichen Paradigmenwechsel deshalb in erster Linie als Ausdruck dafür, dass GeisteswissenschaftlerInnen ein Defizit in Bezug auf ihre Wissenschaftlichkeit empfinden und also die Wissenschaftlichkeit ihrer Methoden und dass es deswegen immer wieder zu Ausweichbewegungen in Richtung anderer Disziplinen komme. Zitat: Wenn man seit geraumer Zeit propagiert, die Literaturwissenschaft in Kulturwissenschaft zu überführen, so fragt es sich, ob man damit nur die jüngste Variante dieser Selbstpreisgabe vor sich hat und dies einmal mehr im Konjunkturfahrwasser einer Disziplin oder auch nur eines Begriffs, die bzw. der als Allerweltslösung gehandelt wird. Immerhin machen sich Foren von nicht geringem Gewicht für diese Metamorphose stark, sodass zum Beispiel die vom Wissenschaftsrat und von der Westdeutschen Rektorenkonferenz angeregte Denkschrift
Geisteswissenschaften heute, in der dringlich empfohlen wird, die in Misskredit geratenen Geisteswissenschaften in eine übergreifende Kulturwissenschaft zu integrieren. Da ist sie wieder, die Krise der Geisteswissenschaft und die Kulturwissenschaft als Ausweg. Die Vehemenz, mit der gegen diese Idee Walter Hauck hier antritt, polemisiert, stammt offensichtlich aus einem Unbehagen auch, dass institutionelle Veränderungen drohen könnten, obwohl sich die Kulturwissenschaft nur als eine Mode unter anderen erweisen könnte. Allerdings verkürzt Hauck im ganzen Verlauf seines Textes die Kulturwissenschaft auf eine einzige Perspektive, und zwar auch eine sozusagen eigentlich diffamierende Perspektive, nämlich dass Texte nur mehr dokumentarischer Charakter zuerkannt werde, und stellt dagegen einen emphatischen Literaturbegriff, der sich aus dem Kontext der Vorstellung vom autonomen Kunstwerk wesentlich herschreibt. Nun hat Hauck keineswegs Unrecht, damit zu sagen, dass die Kulturwissenschaft nicht alle interpretatorischen Dilemmata der Literaturwissenschaft löst. Die Frage ist aber, ob neue Perspektiven nur etwas taugen, wenn sie genau diese Erwartung erfüllen, oder ob es nicht ausreicht, dass sie etwas leisten, und zwar zum Beispiel eine Reflexion von Vorstellungen wie diesem grundsätzlichen Sonderstatus von Literatur und darüber hinaus der Literatur, die LiteraturwissenschaftlerInnen vor allem ihrer Interpretationskunst für würdig erachten, also Höhenkamm-Literatur. Hauck schließt seinen Beitrag durchaus versöhnlich mit einer Hoffnung, die ich auch genau so unterschreiben könnte, nämlich dass die Öffnung auf, oder damals hätte unterschreiben können, dass die Öffnung auf neue Perspektiven die Chance bietet, sich der eigenen Aufgaben und Möglichkeiten in besonderer Weise bewusst zu werden. Trotzdem betont auch er wie Voskamp, dass Selbstreflexion ein Alleinstellungsmerkmal der Literatur sei, die andere Gegenstände der Kulturwissenschaft nicht für sich reklamieren könnten. Und er begründet damit, dass Literaturwissenschaft keine Kulturwissenschaft werden solle. Diesen Punkt greift nun Gerhard von Grävenitz auf, Zitat. Aber man kann schwerlich abstreiten, dass das Einlassen auf diejenigen Wissenschaften, die mit fremden und vergangenen Kulturen befasst sind, dass also eine kulturwissenschaftliche Perspektive nötig ist, um angemessen diskutieren zu können, ob Selbstreflexivität in der Sache oder in der Betrachtungsweise begründet ist. Die normative Ausschließung der Möglichkeit von Selbstreflexivität im Wilden, Mythischen oder Populären jedenfalls ist dogmatisch. Das ist eine ganz schöne Breitseite und eine berechtigte. Begründetes Wertungshandeln ist Teil unseres Arbeitsauftrages. Es geht um Kriterien, die eben wesentlich auch im Vergleich festgelegt werden. Und das kann nicht geschehen, indem man erstmal ein Alleinstellungsmerkmal von Literatur behauptet und von diesem Punkt aus dann den Dialog mit kulturwissenschaftlichen Ansätzen für überflüssig erklärt. Genauso begründet auch Stephen Greenblatt eine notwendige Neuorientierung der literaturwissenschaftlichen Praxis. Längeres Zitat. Die in diesem Band vertretenen literaturwissenschaftliche Praxis stellt die Annahme in Frage, die eine sichere Unterscheidung zwischen literarischem Vordergrund und politischem Hintergrund oder allgemeiner zwischen künstlerischer Produktion und anderen Arten gesellschaftlicher Produktion gewährleisten. Solche Unterscheidungen gibt es tatsächlich, doch sind sie nicht den Texten inhärent. Vielmehr werden sie von Künstlern, Publikum und Lesern gemacht und ständig neu getroffen. Diese kollektiven gesellschaftlichen Konstruktionen definieren einerseits das Spektrum ästhetischer Möglichkeiten in einem gegebenen Modus der Darstellung und verbinden diesen Modus andererseits mit dem komplexen Netzwerk von Institutionen, Praktiken und Anschauungen, die die Kultur als Ganzes konstituieren. So gesehen bedeutet die Untersuchung von Gattungen eine Erkundung der Poetik von Kultur, Poetics of Culture. Was hier beschrieben wird, ist nicht nur ein Verhältnis von Text und Kontext. Es geht grundsätzlicher um eine Literatur als Teil einer kulturellen Produktion und um den Umgang mit Texten. Und in diesem Zusammenhang kann man dann auch die Idee des autonomen Kunstwerks viel differenzierter betrachten.
Das existiert ja nicht einfach so jenseits des Sozialen, sondern es steht ganz im Gegenteil dazu in Beziehung, indem es sich von ökonomischen, gesellschaftlichen, kulturellen Entstehungs- und Wirkungsbedingungen scheinbar entkoppeln lässt. Also das bleibt in diesem negativen Bezug. Es ist dadurch charakterisiert, was es alles hinter sich lassen kann. Ja? Dadurch gewinnt das autonome Kunstwerk genau seine Aura. Das heißt, die Vorstellung vom autonomen Kunstwerk muss man als Ergebnis eines Wertungshandelns im kulturellen Umgang mit Texten verstehen, das sich historisch herausgebildet hat. Damit wird weder abgestritten, dass es literarische Texte gibt, die komplexer sind als andere, oder dass es sowas wie ästhetische Eigengesetzlichkeit gibt. Es heißt einfach nur, jeweils zu sagen, wie funktioniert das in diesem literarischen Text bezogen auf das spezifische Themenfeld und mit welchen Darstellungsmitteln geschieht es. Das ist das, was die kulturwissenschaftliche Perspektive leistet. Sie fragt danach, sie stellt nicht in Abrede, dass es sowas wie ästhetische Eigengesetzlichkeit oder Komplexität gibt, behauptet nicht, alle Texte wären gleich, aber fragt erstmal danach, aus welchen Kontexten heraus wir bestimmte Wertungen treffen und in welchen Kontexten solche Differenz, Momente von Differenz dann entstehen, sichtbar werden und bewertet werden. Damit kann man sagen, es gibt keinen Verlust in der Beschreibung von Ästhetik, nicht grundsätzlich. So, vor diesem Hintergrund erklärt auch nochmal Graebenitz, dass es keinen Verlust gebe, sondern dass es darum geht, Kunstwerke im Kontext einer allgemeinen, sehr vielfältigen kulturellen Reflexivität zu betrachten und in diesem Zusammenhang dann die Besonderheit des Ästhetischen gerade in diesem Kontext zur Anschauung zu bringen. Nun gehört zum Gesamtbild der Debatte allerdings auch, dass genau das manche WissenschaftlerInnen eher enttäuscht hat. Denn was geschieht jetzt? Es stehen erneut kanonische Texte im Zentrum. Die Begründungen haben sich gewandelt, warum man sich mit ihnen beschäftigt, und man bringt andere Kontexte mit ins Spiel, um sozusagen den Fluss der kulturellen Bedeutungen und sozusagen den Prozess der Bedeutung anders beschreiben zu können. Aber wir haben eben wieder Shakespeare. Ja? So, wir haben die großen Autoren und wir haben große kanonische Texte. Vor diesem Hintergrund formuliert Franziska Schössler vorsichtig, Zitat, eine gemeinsame Tendenz der kulturwissenschaftlichen Ansätze scheint nämlich darin zu bestehen, dass sie radikal mit der Vorstellung eines autonomen Kunstwerks jenseits sozialer Kontexte brechen. Dieses Schein spiegelt für mich ein Dilemma, das durchaus in der Programmatik selber steckt, nämlich wenn Texte als Teil kultureller Sinnstiftungsprozesse einerseits deprivilegiert werden, aber genau das die Voraussetzung ist, dass ihre spezifische Qualität erst in diesem neuen Kontext und unter dieser Voraussetzung, dass es nicht immer schon anders ist, sichtbar gemacht werden kann. Also die Differenz wird nicht vorausgesetzt, sie muss argumentativ hervorgebracht, gezeigt werden. Für die literaturwissenschaftliche Arbeit mit Texten sind Fragen nach ästhetischer Komplexität also selbstverständlich weiterhin von Bedeutung. Daraus folgt nur nicht, dass man genau der Idee eines autonomen Kunstwerks weiter anhängen müsste, wie sie sich aus einer geisteswissenschaftlichen Tradition herausentwickelt hat. So, wir interessieren uns weiterhin für eine spezifisch literarische Ästhetik als Teil von kultureller Wissensproduktion, Sinnstiftung und Selbstverständigungsprozessen. Mit der kulturwissenschaftlichen Öffnung verbindet sich ganz wesentlich ein Schlagwort, und zwar Kultur als Text. In dem Band Literatur und Kulturwissenschaften schreiben die Herausgeber Hartmut Böhme und Klaus Schärpe in der Einleitung Zitat, die kulturelle Realität wird mithin als Text oder Zeichen verstanden, als ein gewaltiges Gewebe, eine Textur. Sprache, Medien, Metaphern, Symbolisierungen aller Art, selbst Institutionen werden als unterschiedliche, konfligierende wie systematisch ausdifferenzierte, machtgestützte wie subversive Kodierungen ausgelegt, die konstitutiv für die gesellschaftlichen Wirklichkeiten seien. Also es geht um Interpretation, um die Frage, wie Bedeutung hergestellt wird
Und oben, das ist weiter unten nochmal im Zitat schön, Wahrnehmungs-, Symbolisierungs-, Kognitionsstile in ihrer lebensweltlichen Wirksamkeit. So. Wir haben es also mit einem weiten Textbegriff zu tun. Wir lesen ein kulturelles Gewebe, also nicht mehr nur Texte verschiedener Gattungen, Genres, Textsorten, als abgeschlossenes System Literatur, sondern wir lesen kulturelle Praktiken und widmen uns in diesem Kontext literarischen Texten. Und wir erschließen, wie Bedeutung und zwar immer wieder neu hergestellt wird. Wichtig sind mir hier die Begriffe machtgestützt und subversiv. Sie weisen nämlich darauf hin, dass Hierarchisierungen und Machtverhältnisse in den Blick genommen werden sollen. Und das bezieht sich auf zwei Felder. Hier wird es beschrieben im Wesentlichen für die Rekonstruktion des kulturellen Feldes. Also unter welchen Bedingungen entsteht Kunst. Aber es betrifft auch genauso unser eigenes wissenschaftliches Arbeiten, also unser eigenes Wertungshandeln in institutionellen Kontexten. Damit komme ich zum kürzeren zweiten Teil, der nochmal versucht, eine andere Art von Einordnung zu leisten, nämlich wie kann man kulturwissenschaftliche Methoden, denen wir uns jetzt angenähert haben und ihren Pro- und Kontra-Argumenten, in den Methodenparcours der Literaturwissenschaft einordnen. Man kann sie zunächst mal zu den kontextorientierten Methoden zählen, in Abgrenzung, ganz einfach gesprochen, zu eher textimmanenten Methoden. So. Diese erste Anordnung habe ich quasi übernommen aus einem Überblick über Theorien und Methoden der Literaturwissenschaft, die Wiesi Tillmann-Köppe und Simone Winko im Handbuch Literaturwissenschaft vorgestellt haben, das Thomas Anz herausgegeben hat. Wenn Sie sich die Reihung hier angucken, dann fällt sofort auf, Gender und Postcolonial Studies sind doch auch kulturwissenschaftliche Ansätze in der Literaturwissenschaft und die Diskursanalyse ist auch integraler Bestandteil dieser Ansätze. Umgekehrt ist es aber wichtig, sich klarzumachen, dass nicht alle kulturwissenschaftlichen Ansätze identisch sind mit sowas wie Cultural Studies im angloamerikanischen Raum und deswegen ist diese Gegenüberstellung auch nochmal extra aufgeführt. Kontextorientierte Methoden beziehen sich auf das gesamte Feld der literarischen Kommunikation und haben jeweils auch kritische Zugänge zu einzelnen Themen. Wir werden das uns ansehen im Feld Kanon, aber dazu gehört natürlich auch das größere Feld noch Literaturgeschichte. Es kommen noch weitere Methoden dazu, also das ist nicht abschließend, was hier aufgezählt wird. Man könnte sagen, Theorien des kulturellen Gedächtnisses, Medienkulturtheorien, literarische Anthropologie, all das gehört auch zu den kontextorientierten Methoden und siedeln sich, zumindest kulturelle Theorien des kulturellen Gedächtnisses, auch in der Kulturwissenschaft an. Mir geht es aber hier, wie gesagt, nicht um Vollständigkeit, sondern so eine erste struktur- und problemorientierte Skizze. Weswegen ich jetzt nochmal zu einer anderen Art der Darstellung komme, nämlich auch literarische Kommunikation. Sie alle kennen ein einfaches Modell literarischer Kommunikation. Es geht um den Text, der wird produziert und er wird rezipiert. Und das heißt, es gibt ProduzentInnen und RezipientInnen und es gibt Theorien und Methoden, die sozusagen auf einzelne dieser Aspekte der literarischen Kommunikation mehr orientiert sind als auf andere. Zur literarischen Kommunikation gehören, so wie sie hier dargestellt ist, natürlich auch immer Kontexte. Um Texte zu verstehen, müssen wir alltagsweltliches Wissen, zeithistorisches Wissen, rekonstruieren, ebenso wie Gattungswissen, literarischer Diskurs der Zeit, Bedingungen des literarischen Feldes und so weiter. Also literarische Kommunikation findet auch immer im Kontext statt. Das zweite Schaubild signalisiert also nicht, dass es irgendwie ohne Kontexte ginge, sondern dass Methoden Schwerpunkte haben. Und kulturwissenschaftliche Methoden haben wir gerade als kontextorientiert bezeichnet, die dann das ganze Feld der literarischen Kommunikation abdecken können. Und jetzt habe ich nochmal ins Bild gesetzt, dass es einzelne gibt, die sozusagen einzelne Schwerpunkte bilden. Also vorwiegend etwa ausgehend von Produktion oder eben auf die Rezipientinnen orientiert sind.
Zu den Produktionsorientierten gehört eine Variante der Hermeneutik, nämlich die, in der Intentionalität immer noch eine starke Kategorie ist. Sie kennen das im abgesunkenen Wissen in der Variante von Was wollte der Autor uns damit sagen? Hier spielt die Intention von Autorinnen eine Rolle für die Bewertung der Bedeutungsproduktion. Und man möchte sozusagen in noch älterem Duktus die Vorstellungswelt von SchriftstellerInnen erschließen. Damit hängen ganze Ideenkomplexe zusammen, wie Werk, Bedeutung von Werk, Zusammenhang und so weiter. Es gibt aber natürlich in der langen Geschichte der Hermeneutik auch Veränderungen, Entwicklungen, und deswegen wäre es auch nicht falsch, die Hermeneutik, und deswegen habe ich sie eingeklammert, unter Text natürlich in erster Linie als eine Interpretationskunst zu beschreiben, die auch textorientierte Zugänge hat. In einem strikten Sinn sind textorientierte Zugänge aber Strukturalismus und Dekonstruktion, und daneben gibt es eine breite Spanne rezeptionsorientierter Ansätze, die sich auch mehr oder weniger zwischen Textorientierung und Rezeption bewegen. Also wir haben sowas wie Rezeptionsästhetik, die eigentlich eher von Modellleser und IdealleserInnen ausgeht und deswegen eher textinterne Konstruktionen der Vorstellung von Rezeption untersucht. Und dann aber auch sowas wie Literatursoziologie, die man andererseits aber auch wieder zu den kontextorientierten Methoden zählen könnte. Was hier aufgezählt ist, ist also kein festes Feld zum Zuordnen, aber man kann mit diesem einfachen Modell so ein bisschen Ordnung bringen, wo Schwerpunkte in der Orientierung von Theorien und mit Modellen liegen. Nochmal kurz zurück zum Begriff Kulturwissenschaft vor diesem Hintergrund. Wenn man im deutschsprachigen Raum Kulturwissenschaften sagt, dann bezieht man sich weder nur auf die kulturwissenschaftliche Wende, noch nur eben auf die gerade schon erwähnten angloamerikanischen Cultural Studies, sondern man bezieht sich auch auf eine eigenständige, viel längere Traditionsbildung. Wenn Sie auf die Namen schauen, die ich oben aufgelistet habe, die sind aus Uwe Wirths Band Kulturwissenschaft, und er hat sie unter Erste Kulturwissenschaft aufgeführt. Da sind mit Warburg, Freud und Blumenberg auch Autoren, die für aktuelle kulturwissenschaftliche Forschung durchaus noch so einen Referenzpunkt bilden. Der kulturwissenschaftliche Kanon hat also zeitliche Übergänge, und gleichzeitig hat sich im Bereich des Cultural Turn ein interdisziplinär rezipierter Kanon herausgebildet. So, und ich habe sozusagen das, was ich den Screenshot, den Sie da finden, Aspekte der kulturwissenschaftlichen Wende. Diese Namen sind eigentlich immer dabei, auch wenn Luhmann eigentlich Systemtheorie ist, aber auch eben kontextorientierte Theorien, zu den kontextorientierten Theorien und Methoden irgendwie gezählt werden kann. Nicht im engeren Sinne kulturwissenschaftlich, sondern soziologisch, aber im interdisziplinären Feld der Kulturwissenschaft eine Perspektive hier. Wenn Sie sich das ein bisschen genauer angucken wollen, was man so dazu zählen kann, wie der Kanon ausschaut, empfiehlt es sich immer einfach, möglichst viele andere Bände anzugucken. Ich habe Ihnen hier einen Vergleich mitgebracht, einen Blick ins Verzeichnis einer Textsammlung zur Kulturtheorie und Kulturwissenschaft. Und das können Sie sich im Nachgang der Präsentation dann einfach nochmal gerne genauer anschauen. Wir gehen jetzt nämlich weiter zur Frage, also mit Blick darauf, welche Namen da auch wieder auftauchen, welche anders sind. Und wir gehen jetzt weiter zur Frage, wie funktioniert das überhaupt, Theoriebildung in interdisziplinären Kontexten? Ich habe bisher von einer Literaturwissenschaft gesprochen, die sich für kulturwissenschaftliche Perspektiven öffnet und damit einen disziplinären Standpunkt markiert innerhalb eines interdisziplinären Feldes. So dieses, das haben wir jetzt so ein bisschen ausgearbeitet. Aber es gibt natürlich auch interdisziplinäre Studies, Gender Studies, Postcolonial Studies, die in weiten Teilen oder zumindest auch kulturwissenschaftlich arbeiten. Und in diesem Feld situiert sich dann auch eine entsprechende Literaturwissenschaft. Und so kann ich mich zum Beispiel als kulturwissenschaftlich arbeitende Germanistin mit Schwerpunkt Gender Studies oder als Geschlechterforscherin im Bereich der kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft bezeichnen. Also ich habe jetzt mal die drei genommen.
Ich kann mir auch noch einen Postkolonial-Hut aufsetzen, aber ne, einfach um zu zeigen, von welchen Seiten man dieses interdisziplinäre Feld quasi anpacken, beschreiben kann und welche Schwerpunkte man dann damit setzen kann. Auch innerhalb von Studies kann man also ein disziplinäres Profil haben. Disziplinäre Verankerung ist überhaupt eine Voraussetzung für interdisziplinäres Arbeiten. Aber es sind eben keine streng abgeschlossenen Felder, die die Arbeit an bestimmten Themen oder Texten für sich alleine reklamieren könnten oder gar müssten. Jedes Fach, in unserem Fall die Germanistik, profitiert von einer transdisziplinären Theorie- und Methodendiskussion, wie zum Beispiel über die Kulturwissenschaften, entwickelt aber zugleich disziplinär spezifische, durchaus auch kritische Verwendungsweisen. Und zwar eben nicht nur, weil sich das Material, mit dem wir arbeiten, unterscheidet, sondern weil Theorien, Methoden, Begriffe im Kontext je eigener Forschungstraditionen und Methodiken diskutiert und weiterentwickelt werden. Diese Entwicklungen können dann, und das ist das Spannende am interdisziplinären Arbeiten, auch wieder sichtbar werden in anderen disziplinären Kontexten und dort Wirkungen entfalten. Werfen wir einen Blick auf ein Handbuch, diesmal im Bereich Postcolonial Studies. Es beginnt mit einem Theorieteil und die Namen, die da kommen, Spivak zum Beispiel, aber natürlich vor allem auch Edward Said oder Umi Baba, die finden Sie in allen Einführungen zu Postcolonial Studies, egal welche Sie in die Hand nehmen. Das sind sozusagen die großen Namen, die gehören in alle disziplinären Kontexte und werden interdisziplinär rezipiert. Danach wird es spezifischer. Die Überschrift heißt Rezeption und Ausfaltung. Und diese etwas sperrige Überschrift meint eigentlich, es gibt Verhältnisbestimmungen zu anderen interdisziplinären Studies und disziplinäre Aneignungen. So. Und dieses Wechselspiel, dass es nicht nur eine Disziplin mit einer anderen gibt, sondern dass Studies interdisziplinär sind und mit anderen wiederum interagieren, das habe ich ein bisschen hervorgehoben. Das ist nämlich ein sehr lesenswertes Kapitel, das heißt Postkoloniale Theorie im Kontext. Und zwar Interkulturalitätsforschung, Gender Studies, Memory Studies, Transkulturalität und Global Studies. So. Jeweils interdisziplinäre Felder, die sozusagen wiederum mit anderen interdisziplinären Kontexten auch durchaus Grundbegriffe und Themen teilen. Und das ist dann die konkrete kulturwissenschaftliche Arbeit, sich zu verständigen darüber, wie man sich sozusagen transdisziplinär einordnet, wenn man arbeitet über zum Beispiel, und das ist Teil der Grundbegriffe, rechts dann auch zum Beispiel Sklavenhandel oder wenn man mit Konzepten wie Mimikry arbeitet oder wenn man zum Beispiel dann das Thema literarische Mehrsprachigkeit bearbeitet. So haben alle Studies interdisziplinäre und disziplinäre Anteile und können sich gegenseitig Impulse setzen und gemeinsam Forschungsthemen voranbringen. Ja, das ist Teil sozusagen dieses Konzepts der interdisziplinären Studies mit einer disziplinären Perspektive und Kompetenz, die in diesem Feld eingebracht werden kann. Und damit komme ich auch sozusagen zum Abschluss, nämlich nochmal zurück zur Literaturwissenschaft und der grundlegenden Einordnung des Cultural Terms. Die Kämpfe um Geisteswissenschaft gegen Kulturwissenschaft lassen sich aus heutiger Sicht als verfehlte Alternativen beschreiben, weil dahinter die Sehnsucht nach einer Abgeschlossenheit von Feldern steht und die Sehnsucht vor allem nach einer Einheit des Faches, von der man Angst hat, dass sie unscharf wird oder zerfasert oder eben pluralistisch wird durch eine interdisziplinäre Anschlussfähigkeit und eben eine Öffnung auf die Kulturwissenschaft. Das ist aber einfach Teil einer methodischen Entwicklung. Wir haben einen Bedarf an methodischem Pluralismus. Verschiedene Methoden leisten Unterschiedliches und in diesem pragmatischen Sinne sollte man sie auch verwenden und die Qualität eines Ansatzes danach beurteilen, was man damit anstellen kann im jeweiligen disziplinären Kontext,
was damit geleistet werden kann. Und dann ist die Qualität einer Arbeit danach zu beurteilen, ob sie sozusagen unter der Maßgabe dessen, was geleistet werden soll, das auch tatsächlich erbringt. Und nicht allgemein sozusagen von der Zuordnung zu irgendwelchen Studies sagen, das bringt was und das bringt nichts, sondern die spezifische Qualität muss in der einzelnen Arbeit in diesem Feld erwiesen werden. Und die Kritik muss sich sozusagen genau darauf dann richten. Ich finde es sehr schön, wie Gerhard von Grebenitz das zusammenfasst. Deswegen gehe ich nochmal auf seinen Beitrag zurück. Genau so aber ist Kulturwissenschaft aufzufassen. Als der pluralistische Kontext für die Selbstreflexivität einer pluralistischen Literaturwissenschaft und nicht als der ungleiche Part einer verfehlten Konfrontation. Also zwischen Kulturwissenschaft, Geisteswissenschaft oder gar Kulturwissenschaft, Literaturwissenschaft. Also beides wären verfehlte Konfrontationen oder Entgegensetzungen. Wir werden im weiteren Verlauf der Vorlesung Beispiele für kulturwissenschaftliches Arbeiten sehen. Deswegen habe ich jetzt heute ganz stark den Grundprobleme der Methodik thematisiert und verweise quasi darauf, dass der Anschauungsteil erst noch kommt. Ich werde auf jeden Fall was aus meinen Forschungsfeldern natürlich auch zur Verfügung stellen, jenseits dessen, was ich sozusagen im Vortrag in der Vorlesung mache. Und das ist dann auch wiederum Material, auf das Sie sozusagen mich in der Vorlesung gerne ansprechen dürfen. Und soweit es geht, teile ich das sozusagen sowieso auch immer öffentlich. Wir kommen damit zu Fragen. Und ich möchte aber noch kurz darauf hinweisen vorher, dass wir nächste Woche Wissenschaftskommunikation machen und ich da auch diese Felder Kulturwissenschaft, Literaturwissenschaft bzw. Germanistik und Gender Studies und Postcolonial Studies, sozusagen diese ganzen Felder mit Fragen der Wissenschaftskommunikation nochmal versuchen werde zu verbinden.